Oh Mann. Wo ist denn die Höhle überhaupt? Ja, das ist schlau, was ich jetzt mache, ne? Ja, ich würde sagen, die habe ich komplett verfehlt. Ich habe sie noch nicht mal gesehen. Ah, die Strecke ist schon ordentlich. Ah, das Ganze nochmal. Ich weiß gar nicht, ob die unten oder oben ist. Ich glaube, in der Mitte. Also gehen wir doch einfach mal. Hier rein. Da war ich doch vorhin auch, oder nicht? Oh Mann. Nee. Nee, da war ich vorhin nicht. Ein Sonderbonbon. Den kann ich immer gebrauchen. Obwohl, so viel Training muss ich jetzt eigentlich gar nicht mehr machen, nachdem ich... Ey. Okay. Ich würde sagen, das war's. Da war ich vorhin auch schon. Ja, könnte ein bisschen dauern, bis ich den Weg finde. Wo bin ich gerade reingegangen? Da? Dann gehe ich jetzt mal da rein. Oh Gott. Ah, das war wieder super. Der hat bestimmt auch nur Low-Viecher. Ich bin jetzt tatsächlich schon 3 Stunden am Aufnehmen. Und das ist, glaube ich, jetzt Part 3 in der Aufnahme. Weil ich so viel machen musste, das regt mich im Moment noch ein bisschen auf. Ich habe um 10 Uhr angefangen, jetzt haben wir 14 Uhr fast. Also schon über 3 Stunden. Und ich habe eigentlich noch nichts geschafft, außer dass meine Pokémon ein bisschen stärker geworden sind. Maschok. Und das nur, um die Dinge zu aktivieren. Das Fang geht dann hoffentlich ein bisschen fixer. Ja, da habe ich natürlich wieder mein Handy nicht auf lautlos gestellt. Kommt sehr professionell. Wie der Manu immer so schön sagt. Ach, Jungs, was wollt ihr denn von mir? Ich muss doch aufnehmen. Ah ja. Anscheinend kam heute Diablo 3 Reaper of Souls für die Xbox 360 raus. Ist sehr interessant. Ich dachte, heute ist der 18. Was für ein Penner hat er den. Hat er das einen Tag früher? Mal ganz kurz hier schreiben. Sorry dafür. Ah, das regt mich jetzt ein bisschen auf. Hat er das einen Tag früher? Kann ja wohl nicht wahr sein. Diese Ratte. Ich kann es gar nicht anders sagen. Okay, wo sind wir denn hier jetzt? Kenne ich die Stelle nicht irgendwoher? Ah, okay. Aber er kann heute noch nicht spielen. Ja, das ist ja super. So, Entschuldigung für den kleinen Cut hier nochmal an der Stelle. Ich habe hier noch kurz was schreiben müssen. Ey, heute sind die Cuts aber echt drin, ey. Das ist der Wahnsinn. Ey, wenn ich jetzt nicht zu dieser Höhle komme, raste ich aus. Komm schon, bitte. Oh, wo ist denn die Höhle? Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Ah ja.
Boah, zum Glück. Gott sei Dank habe ich Taucher dabei, ey. Das war jetzt bestimmt der 10. Schnitt in der Folge. Ja, das ist Breile-Schrift, das weiß ich. Da steht bestimmt Tauche auf oder so. Also ich werde es jetzt nicht entziffern für euch. Sorry dafür. Auch auf den ganzen Tafeln hier steht nur irgendeine... Ja... Ich glaube, die Geschichte wird hier erzählt. Das kann ich vorlesen. Hier steht Schaufle hier, oder? War das das? Aber warum hat das Ding dann unten 5 Zeichen? Ja, mach mal doch einfach mal Schaufler. Richtig, okay. Jetzt sind wir in der Spiegelkammer. Jetzt haben wir hier so ganz, ganz viele Scheißdinge. Das kann ich auch vorlesen. Hier steht Relikant zuerst, Weilord zuletzt. Und genau das werden wir tun. Relikant zuerst und Weilord zuletzt. Und damit haben wir es geschafft. Jetzt bin ich schon froh. Wirklich. Als würde irgendwo eine Tür geöffnet. Und zwar sind es 3 Stück an der Zahl. Können wir jetzt hier oben, hier unten, hier oben, Kann ich jetzt hier Schaufler benutzen, um rauszukommen? Okay. Und zwar haben sich jetzt die 3... Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Diese 3 komische Steinformen, die es in der Höhenregion gibt, haben sich jetzt geöffnet. Ich glaube, 2 davon haben wir auch schon mal gesehen. Jetzt ist die Frage, welches hole ich mir als erstes von diesen... Mistviechern, mit denen ich ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht habe bis jetzt, weil die sind wirklich irgendwie komisch schwer zu fangen, warum auch immer. Also ich weiß, dass 1 in der Wüste ist. 1 ist hier irgendwo. Und 1 war, glaube ich, hier. Na gut. Ich fliege jetzt erstmal nach Bad Lavastadt. Und dann, ja, es tut mir leid, aber ich werde an der Stelle cutten. Und mal ganz kurz nachschauen, wie ich die hole. Bis gleich. So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Rubin. In der heutigen Schnittaufnahme hier, ja. Ja, hier haben wir hier das Vibrava auf Level 35, was ich schon erwähnt habe. Jetzt ändere ich erstmal wieder mein Team. Und zwar zum Positiven. Weil sonst flippe ich nämlich gleich aus. Also ich habe jetzt nachgeguckt, wo die 3 sich befinden. Vielmehr weiß ich, wo sich einer befindet. Und ich hole mir zuerst Regirock oder Regirock oder wie auch immer ihr das nennen möchtet. Was trägst du denn als Item, Josh, bitte? Eine Amarena wäre. Ja, genau. Du kriegst mal einen Pudersand von mir. So. Ganz wichtig. Ich brauche Hyperbälle. Kann man die hier schon kaufen? Das wäre sehr schön. Natürlich nicht. Ja, okay. Dann eben nicht. Ja, dann fliegen wir ganz kurz hier hin. Mir fällt leider keine kürzere Methode ein.
um Hyperbälle zu kaufen. Denn ich weiß, wir werden welche brauchen. Nochmal 31. Und das war's auch schon wieder mit dem Geld. Mann, Mann, Mann. Das geht so schnell runter. Das ist echt ein Problem. Okay. Also wir fliegen nochmal nach Bad Lavastadt. Das war schon richtig. Und jetzt gehen wir in die Wüste. Ist der Schutz noch aktiv? Das wüsste ich mal ganz gerne. Okay. So, wir laufen jetzt ganz runter. Das habe ich auch schon mal erwähnt, dass dieses Ding hier noch von Bedeutung sein wird. Und hier sind wir wieder. Hier gibt es das Pokémon Regirock. Wir sind in der Wüstenruine. So. Hier steht zweimal rechts und zwei hinunter, dann Stärke. Und genau das werden wir machen. Wir gehen zwei Schritte nach rechts und zwei runter und werden Stärke benutzen. Was wir auch haben. Und das war's. Und da steht's schon und wartet auf uns. Sehnsüchtig. Na gut, sehnsüchtig jetzt vielleicht nicht. 42 Stunden, ey, das ist ja. Innerhalb von drei Parts habe ich hier 10 Stunden Spielzeit gemacht, oder was? Das ist ja unglaublich. So. Was nehme ich denn? Um dich zu schwächen. Und nicht zu töten. Wir bleiben einfach mal bei Marco. Boah, die Mucke. Oh, die sind auf 40? Ich dachte, die sind auf 45. Aha, können wir mal langsam runterschwächen? Oh, nicht gut. Also Markus irgendwie immer hier so der Sandsack. Die Mucke macht mich jetzt schon wahnsinnig. Ich habe eigentlich so gedacht, ja, bringst du die drei Regis in ein Part. Aber das wäre wahrscheinlich ein bisschen lang, oder? Zumal ich die halt alle fangen muss. Okay, das war hart. Kraftkoloss ist eine ziemlich üble Attacke. Oh, weiter geht's. Bleiben wir aber bei schwachen Attacken. Ich möchte es eigentlich nicht töten, das wäre nicht so geil. Ah, jetzt werde ich angerufen hier. Das ist natürlich. Das ist super, wirklich. Das ist. Ei, ei, ei. Ey, Leute, was ist denn heute los? Wirklich. Möchte ich nochmal Stärke machen? Oder mache ich lieber mit Zornklinge? Boah, ich dachte schon, der macht den anderen Fluch, wo er sich tötet, ey. So. Und ab jetzt probieren wir es mit Hyperbällen. Die Prozedur kennt ihr ja. Ein Meisterball noch, ja, der ist für Latios. Das hat mich auch schon ein Kommentar gefragt. Ein Kommentar gefragt, genau. Einer in den Kommentaren mal gefragt, warum ich mir den aufhebe. Für Latios. Boah, das wär's gewesen, echt. Okay, bei Groudon hatte ich Glück. Mal gucken, ob es hier auch so ist. Ich glaube nicht. Mit denen habe ich ganz, ganz schlechte Erfahrungen. Mit diesen Regis. Die bleiben einfach nicht drin. Ah, mir fällt aber gerade was Gutes ein. Wäre das eine Möglichkeit? Und jetzt bringen die bitte nicht gleich um, ja? Eine Runde darf's erleben, oder? Neutraltorso. So, machen wir. Doch mal Hypnose. Schlafende Pokémon sind ja bekanntlich einfacher zu fangen. Ich glaube, das ist eine gute Idee.
So. Jetzt hole ich dich aber. Naja, doch nicht. Der hat als Gesicht auch ein M. Das ist auch geil. Klappt aber gerade nicht so gut. Hab ich einen Timerball oder so? Nee. Ja, bleiben wir aber bei Hyperwellen. Oder schläft aber recht lange. Oh. Ich habe nichts gesagt. Halt, wir können es ja nochmal einschläfern. Hypnose hat eine scheiß Trefferquote. Oh oh. Der war aber lame. Schlaf einfach ein. Ach, komm schon. Boah, die Musik. Ich hoffe, das ist bei den anderen zwei eine andere. Es gibt ja... Ja. Habe ich schon erwähnt. Aufhören zu labern. Einfach das Pokémon fangen. So, jetzt. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz dann die Aufnahme unterbrechen. Ich werde hier dauernd angerufen gerade. Also, ihr hört das natürlich nicht mehr, weil ich das ja auf lautlos gestellt habe jetzt. Ich bin professioneller geworden. Komm schon, bleib drin. Eieiei. Oh, das wird was Längeres. Ich glaube, ein Part, ein Regi. Könnte hinkommen. Oh Gott. Ey, erbarme dich doch, bitte. Das ist der 10. Ball jetzt. Boah, ich bin gerade ein bisschen müde. Boah, Jaina, treff doch mal was. Na, geht doch. Oh Mann. Na komm. Ey, das ist doch... Jetzt werde ich gleich sauer. Es schläft sogar. Ich habe sogar eingeschläfert. Gut, die KP sind nicht auf 1. Aber... Das dürfte eigentlich nicht so viel ausmachen. Jetzt wacht er schon wieder auf. Ja, dein Kraftkloß kannst du dir sonst wo hinschieben. Und gute Nacht. Komm schon. Oh Mann, warum? Gut, ich sag jetzt nichts mehr. Ich halt einfach mal die Fresse. Aber das kann ich nicht. Das ist ein Problem. Oh. Einfach mal die Fresse gehalten und schon läuft's. Sehr gut. 230 Kilo wiegt das Riesenteil. Nein, bitte nicht. Nummer 1 haben wir.